Hallo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Ich bin heute aufgestanden und habe diverse Nachrichten bekommen, dass mein Twitter-Account gesperrt sein soll. Ich gehe mit der Twitter-App auf meinen Account, sehe, dass nur noch die Tweets angezeigt werden, nicht mehr, dass ich jemanden folge oder sonst irgendwas und dass da steht, dass mein Account aufgrund von ja, Verstoßes der Geschäftsbedingungen gesperrt wurde. So. Das ist ein großes Aua. Alle, die oder viele, die mich auf Twitter verfolgen, die wissen, wie sehr ich Twitter schon in mein Leben integriert habe. Tatsächlich, also wirklich integriert. Twitter war für mich wie WhatsApp. Ich habe WhatsApp aufgemacht und es ist nicht so, dass es mal Downphasen oder sowas gab, sondern ich bin seit über einem Jahr, habe ich jeden Tag irgendwas auf Twitter gepostet, weil, keine Ahnung, Twitter gehörte einfach tatsächlich zu meinem Leben als Plattform dazu. So wie für andere auch YouTube. So, das sind zwei Plattformen, die ich tagtäglich nutze, aber auch schon aus Normalität. So, weil es sich eingebürgert hat, dass ich das mache. Ich habe diverse Nachrichten bekommen auf meiner E-Mail, wo ich gemeldet wurde von bestimmten Usern. Ja, das war krass. Das war vielleicht dämlich von mir gewesen, meinen Twitter-Link reinzuposten in dem Video, was ich gepostet habe auf YouTube. Für die Leute, die nicht wissen, gestern gab es ziemlich viel Ärger mit der Polizei aufgrund eines Twitter-Posts. Wenn ihr euch das Video von gestern noch nicht angeguckt habt, dann würde ich euch gerne darum beten, ab diesem Zeitpunkt hier zu pausieren und euch das andere Video zu geben, wenn die Zeit vorhanden ist. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, es ist ja heute auch Silvester, da müssen ja auch noch einige Vorkehrungen getroffen werden. Sind ja nicht alle so wie ich, die ja nichts machen. Und zwar stand in den Nachrichten drin, dass ja meine Fälle gemeldet wurden, aber darin kein Regelverstoß stattgefunden hat und deswegen ich ohne weitere Schwierigkeiten weiter meinen Twitter-Account nutzen kann. Das ging dreimal, habe ich diese E-Mail bekommen. Und dann habe ich lustigerweise in den Spam-Ordner die E-Mail bekommen, dass mein Account gesperrt wurde. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es nach der Masse der Gemeldeten läuft so. Und das geht in meinen Augen überhaupt nicht klar. Ihr merkt auch, ich bin mega down. Also wenn Twitter-Account, ja, Facebook-Account, Instagram, ja gut, ist krasse Reichweite, aber Twitter, Real Talk, Alter, Twitter ist mein Leben, Mann. Wie kann man mir das wegnehmen für so eine Nichtigkeit, für so einen Schwachsinn einfach nur? Und die Sache ist halt, dieser Tweet, aufgrund dessen ich gesperrt wurde davor schon dreimal behandelt vom Support und auch dreimal wieder genehmigt. Also dreimal als regelkonform für Twitter eingestuft. So, das war eine völlige Ermessenssache von irgendeiner scheiß Twitter-Mitarbeiterin oder Twitter-Mitarbeiter, der denn sich gesagt hat, nee, das ist eine echte Waffe, made in Taiwan. So, und jeder sieht das auf einmal als ehrliche Androhung. So, guckt euch doch mal die Twitter-Accounts von Flair oder sonst irgendwelchen Kack-Rappern an. So, die sich gegenseitig immer anbiefen. So, wenn ich dich treffe, gibt es Schüsse, wenn wir uns irgendwann treffen, ich hau dir auf die Schnauze. Und das ist dann nicht nur so hin und her gelabert wie bei mir. So, in keinster Sekunde habe ich an irgendwelche Gewalttaten bei diesem Post gedacht. Ich wollte einfach nur lustig sein, weil ich dachte, das kommt gut an. Ist es ja auch gekommen. So, aber halt auch in die falsche Richtung, weil irgendwelche Lappen meinten, die Polizei zu markieren. Und es gibt so, es gibt, ich find das dreckig, dass hier nicht mit gleichem Maß Silvester gemessen wird. So, die anderen können das machen, da passiert nichts. Und mein gesamter Twitter-Account mit 154.000 Followern, gut, 50.000 waren fake, weil irgendwer mich gebottet hat, aber immer noch 100.000 echte Follower, die mir wirklich gefolgt haben, weil, keine Ahnung, die an meinen Tweets interessiert waren. Alter, ich war so stolz auf diese Twitter-Aktivität, die ich mir so gesehen ja aufgebaut habe. Ich hab größere Like-Zahlen gehabt als Leute, die 1 Million Likes haben, weil ich einfach übelst aktiv war und auch im Gegensatz zu vielen anderen auch mal anderen Leuten geantwortet habe. Und nicht nur Leuten geantwortet habe, die so schön fett im Business sind. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir nicht immer nur einen eigenen Nutzen daraus gezogen und ich komme einfach überhaupt nicht mehr klar. Also gestern war das mit der Polizei bei meiner Mutter mega Ärger, denn meine Waffe eingezogen, sind sie hierher gekommen, ich krieg eine Strafanzeige wegen, oh, wie hieß denn, Mann, ich komme immer wieder nicht auf diesen Namen, eine Strafanzeige wegen Ankündigung einer Straftat. Erstmal das, im Real Life werde ich jetzt eine Menge Ärger bekommen und jetzt bei Banvi, nachdem der Fall so gesehen von der Polizei geklärt wurde, kommt auch noch Twitter und denkt sich, ja, bannen wir einfach mal den Account permanent weg. Also ich denke, er ist permanent, weil das auch so in der E-Mail steht. Wenn sie versuchen, den permanenten Bann zu umgehen, dann werden wir auch weitere Accounts, die sie erstellen, sperren. Ich kann es nicht ändern, Leute. Also irgendwer will mich jetzt hier Ende 2017 nochmal völlig auseinandernehmen. Das ist krass, was dieses Jahr alles passiert ist. Natürlich sind auch positive Dinge passiert.
So, ich hab Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute dazu bekommen, die sich das hier anhören. So, ich rede nicht sinnlos in die Kamera, also mich hören Leute und das ist so dieser positive, ja, Nebeneffekt, aber alter Schwede, was alles zerfickt wurde dieses Jahr, was ich so einstecken musste, das ist schon echt krass. Das ist echt krass, auch was auch im Hintergrund passiert ist. Da sind echt viele Ungerechtigkeiten, ja, entstanden, die ich auch teilweise akzeptieren musste, so weil ich halt nicht diese Position habe wie Leute, die sich einfach komplett integriert haben in dieses YouTube-System. So, ihr sagt jetzt vielleicht, ich bin der übelste Mainstream-Spaß, weil ich meinen Song verkauft habe, weil ich vielleicht bald Merch rausbringe. Aber Leute, das verändert nichts an meinem Verhalten. Nur weil ich mit meinen eigenen Mitteln versuche, irgendwie ja, daraus noch was zu machen. Es ist doch besser, dass ich mit meinen Sachen, wo ich hinterstehe, Geld verdiene, als wenn ich jetzt notgedrungen wie andere YouTuber Werbung für Telekom oder so einen Dreck machen muss, wo ich gar nicht hinterstehe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist genauso wie wenn ich jetzt Werbung für Kabel Deutschland machen würde. Kaum Leistung an und im Video sagen, ja, yeah, Alter, beste Leitung, gönnt euch. So. Denn doch lieber mit den Mitteln oder mit den Dingen, wohinter ich stehe. So. Löscht mich einfach, wenn ihr denkt, ich bin nicht mehr real oder something like this. So, jeder hat ja eh seine eigene komische Auffassung von Realness. Ganz viele haben eine ganz primitive Auffassung von Realness. Aber ist auch egal. Ich will hier euch am Silvesterabend nicht weiter vollquatschen. Mein Twitter-Account ist weg. Ich weiß nicht, ob der Bann nochmal aufgehoben wird. Ich habe auf jeden Fall zwei E-Mails geschrieben mit etwas ausführlicherer Beschreibung. Gucken, was daraus entsteht. Ich werde euch natürlich auf den Laufenden halten. Ich weiß zwar nicht, auf welcher Plattform. Ich kann ja nicht immer für jede einzelne Sache ein Video machen. Ich bin jetzt so lange auf Facebook aktiv. Ich werde euch den Link unten reinposten, wenn ihr mich trotzdem verfolgen wollt. So, ich weiß, da kann man nichts posten. Ist schlimm, du schreibst da einmal Titte rein, wirst für 7 Tage gesperrt und bekommst 30 Tage eine Kommunikationssperre. So, keine Ahnung. Twitter ist keine Alternative. Facebook ist keine Alternative. Danke. Vielen Dank, dass Sie mein Video unterbrechen. Facebook ist keine richtige Alternative, aber was soll's. Alles klar, ich bedanke mich, dass ihr euch das Video bis zu diesem Zeitpunkt angehört habt und bis zum nächsten Video, euer Tanz zu dem Verbot.